So. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel ich jetzt brauche, um das zu upgraden, wenn ich ehrlich bin. Ich habe überhaupt gar kein Gefühl dafür, wie viele normale Somber Stones man braucht dafür. So. Hä? Das war mal ein Sechser. Oh Gott. Aber stimmt, den Sechser wollte ich noch kaufen tatsächlich, ne? So, was macht jetzt Damage technisch? Nein. Okay, sieht schon besser aus. Okay. Und ciao. Okay, so, jetzt aber. So, ich weiß gar nicht, welche Steine haben wir jetzt gebraucht? Ich brauche den Somber's Missing Stone 6, brauche ich auf jeden Fall. Da brauche ich einen. Fünf davon, glaube ich. Denke ich. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Ich glaube, Fünfer war das, was ich gebraucht habe. Notfalls haben wir jetzt ein paar übrig. Well, I took you for no matter. Lay out your own. So. Was fehlt jetzt? So, ich brauche keine Dinge, ich brauche Runen für das Upgrade. Naja, wenigstens mal einen schönen Vergleich jetzt, ob die Waffen stärker geworden sind. Das Witzige ist halt mit diesem Bild hier, ich mache halt jetzt schon mit der Double Kling halt 1000-mal mehr Damage. Wo ist der andere?
So, jetzt kaufe ich auf jeden Fall keine Steine mehr, weil es müssen wir haben. Jetzt heißt es nur Upgrading. Und dann müssen wir es jetzt aber haben. Oh. Hoffentlich. Das wäre schön. So. Okay, wir brauchen 7er brauchen wir, aber 7er habe ich glaube ich nicht, ne? Genau, weil 7 und 8er Bell Bearing gibt es glaube ich von, gibt es erst von Godskin Duo, wenn wir die platt machen. Genau, wir haben die 6 und das war's. Mehr gibt's nicht. Dafür müssen wir erst Godskin Duo platt machen. Na gut. Back already, no matter. So, okay. Ein 8er haben wir auch nicht. Aber ich kann mal gucken. Back already, no matter. Mehr, ne? Was haben wir denn hier? Blood Tags. Causes Blood Loss Build Up 84. Aber es gibt doch da einen anderen, eine Ash of War. Es gibt doch den, na wie heißt der? Den Bloody Slash gibt's doch. Wo gibt's denn den? Okay, weiß ich wieder. Weiß ich wieder. Also ja, ich habe es nachgeschaut, aber ich weiß, wo ich hin muss. Nein, da muss ich her. Ups. Ich dachte mal schon, hey, ich warte doch schon. Wieso soll das nicht markiert sein? Wir müssen nach Fort Hate nämlich. Aber das passt, weil die Nephilie-Questline können wir noch damit machen. Thank you.
Ich finde es witzig, dass wir mit dem Assassinen-Set keine Dingemünde lassen. Das heißt, es ist immer richtig cooler Attentäter jetzt. Da komm her, dich brauche ich. Bloody Slash. Sehr schön. Dich habe ich doch gebraucht. Das da unten kann weg. Klack. Dam, da, 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 dam. Well, I took you no matter to lay out your arms. So. So. Standard Poison, Blood, Okkult. Nehmen wir Blood drauf. So. Hervorragend. Haben wir das. So, keine Ahnung, wie gut es jetzt funktioniert. Wir probieren es jetzt mal. Das haben wir mit 19.000 Runen. Kann ich dich aus Spaß mal platt machen? Das würde mich jetzt mit... Ach, halt, warte, ich habe meine... Okay, das brauchen wir nicht mehr. Über das. Enhances final hit of chain attacks. Die Frage ist, was eine Chain Attack ist, die wir da gerade machen. Können wir den hier nehmen, kriegen wir Leben zurück, wenn wir das machen. Und dann machen wir hier das hier. Also man sollte nicht so strunzdämlich und stupide da drauf knallen, merke ich gerade. Das betrifft aber tatsächlich vermutlich alles. Na gut. Wir sehen uns fast auch nicht so drauf, ne? Oh, der hat das Counter. Das ist witzig, der kann meine Attacke countern. Au! Ich würde da ganz ein bisschen Gefühl für diesen neuen Bild hier kriegen, tatsächlich.
jetzt einfach ganz um, diesen Blödsinn hier gerade mache. Ist vielleicht nicht gerade die beste Art von Gegner, das zu testen. Wenn man mal ganz ehrlich ist. Ist jetzt nicht die beste Entscheidung, die ich hier hatte. Okay, pass auf. Wir machen hier mal den Cast. Und wenn ich das überlebe, haben wir den Vorteil, dass wir summoned werden. Ja, ein bisschen zurück hier. Drehding, jetzt ist alles gemein. Nein! Okay, also das ist, ja. Das ist echt ein schlechter Scherz. So. Vielleicht geht's hier woanders ordentlich. Okay, nächste die Würfel gerade gemacht. Das einzige Nervige ist jetzt die Skelette. Ist nicht gerade der perfekte Boss, um das jetzt zu testen. Sheeprunner, geiler Name. Summoning another cooperator. Ich finde das witzig, weil wir so gut schleichen können. Oh, wow.
Holy crap. Na gut. Okay, lädt noch. Ich dachte, hat sie aufgehängt. So. Dann probieren wir noch unser Glück beim Moog jetzt. So, Memorize Spells. Die können wir wegtun. Level up machen wir. Okay. So. Also, probieren wir noch unser Glück. Schauen wir mal, wie gut jetzt Moog funktioniert mit dem Bild hier. Entweder er läuft besser oder schlechter. Gibt nur die beiden Optionen. Ich lasse mich jetzt komplett überraschen. Fun Fact, es kann nicht schlechter sein als unser Carrion Knight Build. Schlechter geht nimmer. Schnarch. Das ist doch sehr ätzend gerade hier, muss ich sagen. Das gibt's doch nicht! Wieso schaffe ich es denn, keinem seiner Attacken auszuweichen? Das gibt's doch nicht! Also, wieso schaffe ich es denn, keinem seiner Attacken auszuweichen? Das ist doch unfassbar! So beschissen kann das mein Timing noch gar nicht sein. Ich hol gleich Kometasur.
Ich habe die Schnauze so voll von diesem Boss. Es ist unfassbar. Aber ich mache auch nicht mehr Damage jetzt mit dem Zeug als mit, Sag mal, was mache ich denn bei dieser blöden Attacke? Wie weiche ich der denn aus? Weiche ich denn diese Attacke aus? Danke, dass du mich zweimal getrunken hast gerade. Is mine and mine alone. Also ich hab keine Ahnung, aber ich mache ja null Schaden. Das gibt's doch nicht! Wieso kann ich denn keinem dieser Attacken ausweichen?
thine and mine alone. Okay, wir packen mal Radagons Dorsil weg. Ich will mal wissen, ob das, dass ich so viel Damage krieg, daran liegt. Danke. Ja, ich dachte eigentlich, der macht das jetzt gerade. Ich dachte, der macht seinen Magie-Ding-Dong, whatever. Drum dachte ich, kann jetzt einfach wie wild draufhauen. Okay, was? Der hat mich irgendwie aus meiner Rolle rausgeschlagen. Matt? Yeah.
Ah, ich habe nicht gecheckt, dass er den Strahl, schmeißt. Ich dachte, der macht hier sein... dass er das seitlich wirft. Drum bin ich nicht nach, nach hinten gerannt. Ich habe das zu spät gecheckt. Ah, Mann! Nikola is mine and mine alone. Ich hab das Timing bei diesen scheiß Attacken einfach nicht raus. Thank you.
Das gibt es nicht. Ich check das nicht. Wie weichst du denn da aus? Du musst doch normalerweise nur hinter ihn, wenn er diese blöde Attacke macht. Ich check nicht, wie ich diesem Angriff ausweichen soll. Okay, ich will es probieren. Ich weiß nicht, ob das damit besser dann geht. Ich will was anderes probieren. Das wird, glaube ich, nicht gehen sogar. Ne? Ich glaube, dass man sich vorab geht nicht. So, okay. Weil ich glaube, das funktioniert nicht. Ja, wollen wir Lost Ashes of War, da haben wir keine. Das ist ein Problem. Die können wir aber bei einem Merchant kaufen.
trade again? Da holen wir die Plus 2 Variante. Nee, warte mal. Das war nicht der Merchant, der war. Oh Gott, ich hab da unten die. Bonfire ist nicht geheult, okay. So. Ich probiere es mal mit der Waffe. Und zwar packe ich auch den Bloodslash drauf. Auf die andere. Und level die hoch. Und dann gucken wir einfach mal, ob das besser geht. Okay, State of Medica, Voyager.